So, herzlich willkommen zurück zur Chaos Family bei Sims 2. Der Kleine hat gerade nichts Besseres im Sinn, als auf dem Bett rumzuspringen, anstatt dass er mal irgendwie schlafen würde oder sowas. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Während er dann erstmal am Zocken ist, sich dann wahrscheinlich auch mal schlafen legen könnte. Und sie, was hat sie schon wieder für ein Problem? Freunde, ja klar. Kann dann auch mal irgendwie hier chatten oder sowas, was weiß ich. Ah ja, chatte du mal eine Runde. Dann geht baden, dann geht aufs Klo. Oh, die hat eigentlich alles so, das ist eigentlich, die ist auch lange aus der Schwangerschaft raus, weißt du? Und hat so heftige Probleme. Oh Mann, ich weiß da halt auch echt nicht mehr, was ich mit der Frau noch anstellen soll hier. Das ist so auf ein Minimum reduziert alles. Er muss schon wieder zur Arbeit. Ja, geh halt, komm. Der Kleine hat auch schon wieder Hunger. Ich weiß gar nicht, kann er sich selber irgendwas snacken, aber ein Frühstück servieren wird wahrscheinlich schlecht werden. Pass mal auf, du machst jetzt mal gefüllte Waffeln für dich und deinen Sohn. Ist der Kühlschrank schon wieder leer? Ist das dein Scheiß Ernst? Oh Mann, da muss ich schon wieder. Da war ein Direktor einladen, warum? Das Geld reicht hinten vorne nicht. Die Alte muss dann echt mal wieder arbeiten gehen, ne? Ist eigentlich die Zeitung da? Hier, komm. Ach nee, du nicht. Du solltest mal. Achso, jetzt kommt der Schmelderlieferdienst. Gerade am Pennen, ey, das geht gar nicht. So, wer ist das hier? Diane. Essen ist da. Lieferung annehmen. So, und dann kannst du dir nämlich mal einen Job suchen oder so, ich weiß auch nicht. Dazu bin ich nicht in Stimmung. Na klar, dann geh halt erstmal pennen. Der Kleine, der kümmert sich da schon mal um den Müll. Müll rausbringen. Das ist gut. Die hier den ganzen Tag versäbelt, ey. Oh Mann. Was? Horst und die Senatorin, deren Wahlkampf erleidet, sollen schon auf dem Empfang sein. Es scheint allerdings, als habe die Senatorin mal wieder eine Lieferung Kolunda-Nektar von ihrem von ihrer Tante aus der Altstadt bekommen, denn sie liegt regungslos auf der Couch in ihrem Büro. Horst könnte anrufen und die Publicity-Veranstaltung absagen, oder er könnte versuchen, die Senatorin etwas Kaffee einzuflößen und sie trotzdem den Fragen der Öffentlichkeit aussetzen. Ganz egal, wie wackelig sie auf den Beinen ist, ne, dann sag lieber ab. Horst ruft die Assistentin der Senatorin an, erzählt ihr, in welchem Zustand sich die Senatorin befindet. Die Assistentin stöhnt nur, als hätte sie schon mit so etwas gerechnet, und legt auf. Die nächsten Stunden verbringt Horst mit der Durchsicht der Reden der Senatorin für die Pressekonferenz der nächsten Tage. Dabei fällt ihm auf, dass eine der Reden mit einer Kopie des Theaterstücks Titus irgendwas verwechselt wurde. Horst gelingt es, die Rede neu auszudrucken und sie wieder an Ort und Stelle zu legen, womit er einen politischen Skandal verhindert. Horst wird mit einem Charisma-Punkt und 2 Logikpunkten belohnt. Ja, moin. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss die Alte mal wieder irgendwie pushen hier. Ich weiß nicht. Was macht er eigentlich? Macht auch ein Nickerchen. Ja, schlaft ihr alle. Gott, ey. So. Da kann die dann noch ein bisschen chatten hier. Und dann kann sie nämlich mal die Zeitung ist schon wieder weg. Post holen. Hier liegt die Zeitung. Ach, Recycling ist auch schon der Schrott. Was macht er denn hier? Was ist das eigentlich?
Rechnung bezahlen, ja, legt die mitten auf die Straße. So, wie wär's denn das, wenn ihr euch mal wieder ein bisschen unterhaltet hier oder sowas? Ey, das ist da echt nicht mehr normal. Ich hab echt die Kontrolle verloren, Leute, ohne Scheiß. Oh, das ist so schlimm, ey. Ja, hier. Job suchen, komm. Dazu bin ich jetzt nicht in Stimmung. Ja, weißt du was? Dann kann ich dir aber auch langsam nicht mehr helfen. Geht schon wieder pennen, oder? Achso, zudecken, ja, weil der am Pennen ist, ja, alles klar. So, dann nimm dir mal was zum Abendbrot schnell. Kannst du mal die Scheiße wieder ausschalten? So, und dann kannst du vielleicht mal irgendwie einen Job suchen. Geht das jetzt eventuell? Ja, wunderbar. Verbrecher, Taschendiebin, ja klar. Medizintechnikerin, vielleicht ist das besser. So, kannst du den nochmal bitte vertreiben? Danke. Was ist denn mit dir? Gott, ey. Ist eigentlich Wahnsinn. Eigentlich ist es richtig traurig. Kontrollverlust auf allen Ebenen. Ich würde denn echt mal irgendwann was zumuten wollen, ey. Quatsch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, weißt du, ich hätte am liebsten den Cheat eingegeben, dass die mal 50.000 auf der Kante haben, schnell. Dass wir mal ein paar Bedürfnisse schulen könnten. Können wir eigentlich von einem Kleinen das Aussehen ändern? Das wäre auch nicht die schlechteste Idee. Und die muss dann auch mal langsam schlafen, ja. Während er schon wieder am Aufstehen ist. So, jetzt machen wir erstmal unser Kind hier ein bisschen schick. Weil so wie der hier zurzeit aussieht, das geht ja mal gar nicht. Alter Finne. Ich weiß gar nicht, woher er dieses Face hat hier. Klar, Fluch der Karibik oder was? Oh, gibt es hier keine anständigen Haarschnitte? Ja, ja, Topschnitt, ja, moin. Ach komm. Na klar. Ja klar, hier im Lippenstift. Das ist bestimmt voll der Burner. So, komm. Das passt. Lacht er erstmal eine Runde. So. Allgemein wäre das jetzt ganz gut, wenn ihr alle schlafen würdet. Hat halt echt keinen Spaß mehr im Leben, ey. So, achso, halt, es ist noch gar nicht zwei. Jetzt Frühstück servieren. Nicht Fertiggericht, komm. Frühstück servieren, gefüllte Waffeln. Die mal endlich alle ausgeschlafen sind hier. Ist ja schön, dass aber alle gleichzeitig schlafen. Erstmal am Zocken. Das Spaßlevel muss halt echt mal nach oben gehen bei ihm. So, die gehen beide zur Arbeit und der Kleine, der bleibt alleine zu Hause, oder wie? Ach du.
du Heimatland. Das ist vielleicht auch nicht gerade die beste Idee. Aber es muss ja. So, sie sollte auf jeden Fall nochmal aufs Klo gehen, bevor sie zur Arbeit macht. So, jetzt geht's nämlich los hier. Weiß gar nicht. Er geht auch zur Arbeit, aber die Frage ist nur, wo ist seine Fahrgemeinschaft? Ich weiß, dass ich andere Pflichten habe, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, die Kleinen alleine zu Hause zu lassen. Ach du Scheiße. Das heißt jetzt, man muss auf Arbeit anrufen und sich da mal irgendwie entschuldigen, krank melden. Und was passiert jetzt wieder? Nun, du hörst dich wirklich gar nicht krank an. Lässt du krank feiern, ja. Du hörst dich wirklich schlecht an, feier einen Tag krank, dann brauchst du keinen Urlaubstag zu opfern. Gute Besserung. Okay. So, er futtert erstmal. Das sollte er vielleicht auch tun. Am besten mit seinem Sohn. Im Übrigen diesen Schimmel hier, den können wir auch wieder verschachern. Scheiß Fernseher, ich darf auch mal verkaufen. Ich hole mir jetzt einen teureren, weißt du das? Das Kind hat es ja schließlich so gewollt. Huch. Na, Alter, komm. So, ne? Da geht nämlich mal ein bisschen was vorwärts hier. So. Wo ist er denn? Okay. Das ist aber auch scheiße jetzt, dass die beide so beschissene Arbeitszeiten haben. Und das Kind dann alleine zu Hause bleiben muss. Wann wird denn der eigentlich zum Teenager? In 6 Tagen. Und der wird in 9 Tagen schon zum Rentner. Ach du Heimatland. Aber das machen wir alles nicht mehr heute. Ich wollte da noch eine kleine Session Minecraft dranhängen später. Oder auch nochmal Folgen aufnehmen vielleicht. So, und ihr beide, ihr solltet euch dann mal unterhalten, weil der hat nämlich hier auch ein ganz paar Wünsche. Mit Herbert spielen. Mit Herbert sprechen. Ermutigen. Ordentlichkeit. Und was hat er noch für Wünsche hier? Kitzeln und unterhalten. Unterhalten, Witz erzählen. Was geht denn jetzt? Aha, okay. Läuft. So. Okay. Und das Plus bekommt. Na gut, das kann ich jetzt nicht erfüllen. Aber wie wär's mal, wenn du den Scheiterhaufen hier mal wegräumst? So. Dem geht's soweit ja ganz gut hier. Der kann dann mal baden noch. Ach so, jetzt kann er nicht aufs Klo gehen, weil das Kind da in der Wanne liegt, oder was? Das ist auch mein Ding. So, jetzt aber. Er, was macht er? Abspülen, das ist sehr gut. Kann sich aber ruhig noch einen Teller nehmen, würde ich sagen. Bisschen was futtern hier. Und er eigentlich auch. Im Übrigen bringt mir das wahrscheinlich herzlich wenig, wenn ich hier so einen kleinen Tisch habe und nur 3 Stühle, obwohl an und für sich den Tisch kann ich stehen lassen. Und Stuhl stelle ich mal noch einen hin. So. Ja, läuft bei euch. Du könntest dann auch mal baden gehen. Und dann vielleicht ein bisschen datteln. Und der kleine Mann hier
kann ein bisschen Nickerchen machen. Der braucht die Energie schließlich ein bisschen mehr. So, und wenn die heimkommt, ei. Die kann dann erstmal chatten, weil sie wieder keine Freunde hat. Und dann mal baden. Wann kommt die überhaupt nach Hause? 14 Uhr ist ja gleich. Naja, immerhin 280, besser als nichts. So, was macht er denn hier? Oh, ach, das ist süß. Mama ist wieder zu Hause, erstmal schön begrüßen. Ach, ist das süß. So. Das ist schön. Weil auch das levelt ja die Freundschaft ein bisschen ab hier. Und dann sollte es ja wirklich mal baden gehen und trotzdem noch ein bisschen chatten hier. Cool. Das ist sehr gut. So, er trinkt Saft. Er ist am Daddeln. Wenn die dann fertig ist mit Baden, dann sollte er auf jeden Fall mal das Feld räumen. Und prinzipiell das Abendessen servieren. Ist aber scheinbar noch nicht so weit. Obwohl, jetzt geht es denn ja zumindest erstmal halbwegs allen soweit ganz gut, muss ich mal sagen. Säubern wir vielleicht hier mal eine gute Idee. So. Der Kleine kümmert sich ja immer alles schön um die ganze Hauswirtschaft. Das ist gut. Da sparen wir uns ein Dienstmädchen. Dann kann er noch das Bett machen. Da, das ist echt schon ein kleiner Engel, aber die Ohren hat er echt von der Mutter. Diese spitzen Ohren, ey. Furchtbar. So, nee, aber jetzt habe ich zumindest mal wieder halbwegs alle im Griff. Das ist nicht mal die schlechteste Maßnahme gewesen, die ich ergriffen habe. Dann kommt der Abend, die sind fast alle müde, das ist sehr gut. Dann können nämlich auch alle schlafen gehen. Und dann ist die Folge ja eh schon fast vorbei und dann können wir hier ganz beruhigt nämlich erstmal wieder die ganze Geschichte beenden. So. Was ist jetzt gewesen? Ach hier, die hat rumgebechtet. Na, dann kann sie gleich mal wieder auffischen gehen. Ich wollte gerade sagen. Sollte sie tun. So, er ist hier noch fleißig am Zocken. Oh, essen kannst du noch morgen früh. Würde ich nämlich dann mal sagen, schlafen. Schlafen. Und schlafen. Der zerkloppt erstmal fett seinen Teddy hier. Ja, wenn es sonst keine Probleme gibt, alles gut. So, sehr schön. So muss das sein. Da kann die Nacht kommen. Mal gucken, wer zuerst aufwacht. Er sollte auf jeden Fall mal aufs Klo gehen. Frühstück kann ich jetzt noch nicht machen. Ah, klar. Und ey, um die Uhrzeit, wisst ihr was? Ihr habt doch alle nichts Besseres mehr zu tun hier. So, sie sollte weiter schlafen. Er sollte weiter schlafen. Das verbiete ich euch jetzt. Und er sollte weiter schlafen. So. In Hoffnung, dass mich jetzt keiner mehr stört hier. So, soweit so gut. Hygienemäßig. Ach, hier ist übrigens reinigen und aufwischen. Oder macht er das dann? Aufwischen, benutzen. Brauchst du das nämlich nicht machen. So, genau. Und er kann sich ja dann eigentlich so ums Frühstück kümmern. Oder eben nicht, weil es ist noch. Vor allen Dingen Mittagessen servieren, weißt du, 23.55 Uhr. Sind schon alle wieder auf Achse. Ja, da kannst du ja mal ausschalten. Ich sagte ausschalten. Und dann meine
Güte, dann mach halt Mittagessen um die Uhrzeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei den Sims 2. Ciao mit V.